Das Sonnensegel war ja als ein temporärer Pavillon konzipiert, als ein Demonstrationsobjekt für den fortschrittlichen Holzbau. Und es sollte zeigen, dass Holz neben Stahl und Beton seine Rolle im heutigen Bauen finden kann. Und es sollte auch eine Bewerbung sein als ja, mögliche Konstruktionsform für das Olympiadach 1972, was, wie wir ja alle wissen, nicht geklappt hat. Aber heute, 50 Jahre später, zeigt sich ganz klar, Holz setzt sich durch. Das heißt, insbesondere vor dem Hintergrund der Diskussion um Nachhaltigkeit und CO2-Emissionen ist Holz den Baustoffen Beton und Stahl natürlich weit überlegen. Und vielleicht ein kleiner Aspekt, die hier in der Dachschale verbaute, dreilagige, kreuzweise verlegte Holzschale ist ja quasi ein früher Vorläufer des Brettsperrholzes. Man könnte auch sagen Kreuzlagenholzes, das heute das Bauen mit Holz revolutioniert. Für uns Tragwerksplaner ist diese vorgespannte Holzrippenschale mit Randträger ja etwas ganz Besonderes. Das ist ein formaktives Tragwerk, das ist ja die Königsdisziplin der Tragwerksplaner. Da bestimmt das Tragwerk die Gestalt. Man kann auch sagen, das Tragwerk ist die Gestalt. Und die Form entsteht aus dem Gleichgewicht der Kräfte. Es ist also ein gebautes Kräftegleichgewicht. Anders als bei vielen anderen Instandsetzungsprojekten arbeiten wir hier mit einem Gleichgewicht, einem gebauten Gleichgewicht. Normalerweise hat man das Stützen, Balken und Decken zu tun, die sind statisch und auch unveränderlich in ihrer Geometrie und im Kraftabtrag. Hier haben wir es aber, wie gesagt, mit einem ja, fragilen Gleichgewicht zu tun. Und für uns war die Frage, wie können wir dieses vor 50 Jahren quasi angelegte Gleichgewicht A wiederfinden, verstehen und auch wiederherstellen. Und das war natürlich besonders komplex und auch interessant. Also der spannendste Moment im Projekt war ganz sicher der Moment des Vorspanns. Das heißt, der Moment, als wir vor Ort das Bauwerk mit circa 270 Tonnen Vorspannkraft quasi aus dem bis dahin abgelassenen Zustand in dieses endgültige Gleichgewicht gehoben haben. Die Fragen, die da sind, stellt sich der Gleichgewichtszustand so wie original mal geplant auch wieder ein? Also ist eine geometrische Frage. Können die Bauteile, die da entstehen, in hohen Zuglasten aushalten? Auch vor dem Hintergrund, dass natürlich einige Bauteile ertüchtigt sind, aber doch noch Originalmaterial im Bauwerk enthalten ist, was über 50 Jahre alt ist. Das war mit Sicherheit die spannendste Frage und zum Glück hat das ja sehr gut funktioniert. Also der schwierigste Moment im Projekt war ganz sicher, als wir dann vor Ort mit dem Projekt begonnen haben und trotz weitreichender Voruntersuchungen, Bestandsuntersuchungen durch Holzbauspezialisten am Objekt beim Aufmachen quasi der Dachhaut feststellen mussten, wie weitreichend dann doch die Schäden waren. Das war schon ein Schock. Wir haben dann gemeinsam in großer Runde mit Firmen und unseren Bauherren überlegt, wie damit umgehen. Und am Ende haben wir aber dann doch Wege gefunden, trotz dieser recht weitreichenden Schäden im Holz durch einige eher chirurgische Eingriffe, das Projekt weiterzutreiben. Für mich persönlich der schönste Moment im Projekt kommt eigentlich erst noch. Und das wird dann sein, wenn wir unter dem freigestellten Dach stehen, es in seiner Gänze bestaunen können und es dann auch der Öffentlichkeit übergeben können. Also meine Erfahrungen aus dem Projekt sind vor allem, dass ich gelernt habe, mit wie viel Fachkenntnis und schon Können unsere Kollegen vor 50 Jahren dieses Dach entwickelt haben. Also dann hat man wieder einen sehr großen Respekt vor den Leistungen quasi unserer Altvorderer.
es bedarf doch eines sehr tiefgehenden Verständnisses von Kraftfluss in so einem formaktiven Tragwerk, um das so sicher bemessen zu können und auch berechnen zu können. Heute gehen wir davon aus, dass unsere digitalen Tools uns helfen, auch komplexere Tragwerke sehr genau zu berechnen und zu bemessen. Und ohne diese Tools ist man zurückgeworfen auf seine eigene Ingenieurexpertise und auch ein vorsichtiges Herantasten an sozusagen die Grenzen der Tragfähigkeit solcher Strukturen. Also das hat mich doch sehr beeindruckt zu sehen, wie die Kollegen das vor 50 Jahren schon sehr sicher und souverän gelöst haben. Ich habe hier zwei Seiten aus den fast 500 Seiten Statik herausgenommen, die das Ingenieurbüro Dr. Schulz aus München vor 50 Jahren für das Projekt erstellt hat. Was ich besonders interessant finde, das ist eine Mischung aus handschriftlichen und auch maschinengeschriebenen Berechnungen und Skizzen. Und die zeigen sehr gut, mit welchen Methoden man sich so ein Projekt auch annähern kann. Für uns ja heutzutage fast eigentlich schon unvorstellbar. Und für uns ist das eine wahre Fundgrube an Ideen und pragmatischen und baupraktischen Annäherung an solch eine komplexe Struktur, die uns auch in unserem jetzigen Tun und Entwerfen und Konstruieren auch wirklich neue Anregungen und Hinweise gegeben hat.